April 2015. Ein Flüchtlingsboot mit rund 800 Flüchtlingen kentert vor der Insel Lampedusa. Laut UN das bislang größte Massensterben im Mittelmeer. Die Regierungschefs Europas schrecken auf. Bis zum Herbst 2015 bewilligen sie mehr Geld für die Grenzschutzbehörde Frontex, die auch im Mittelmeer aktiv ist, und bringen eine militärische Seemission auf den Weg. Die Operation Sophia. Sie soll Schleuser bekämpfen, deren Boote stoppen und zerstören. Doch die Lage verbessert sich nicht. Im Gegenteil. Die Zahl der Menschen, die die Überfahrt von der libyschen Küste nach Italien wagen, steigt. Und noch stärker steigt die Zahl der Menschen, die dabei ums Leben kommen. Von mehr als 2.900 auf fast 4.600 im letzten Jahr. Bei Seenot ist das internationale Seerecht eindeutig. Jeder, der sich in der Nähe eines Unglücks befindet, ist zur Hilfe verpflichtet. In diesem Fall also vor allem Frontex, die Flotte der Mission Sophia und auch Handelsschiffe. Wegen der hohen Zahl an Notfällen sind auch Hilfsorganisationen mit eigenen Schiffen in den Unglücksgebieten unterwegs. Und fast gleichzeitig signalisieren die Schleuserboote immer früher Seenot. Hat das mit den küstennahen Patrouillen der Hilfsorganisationen zu tun? Weil sie bereitstehen, Flüchtlinge dicht vor der libyschen Küste aufzunehmen? Nein, sagt ein Bericht des britischen Parlaments bereits im Mai 2016. Die Operation Sophia habe viele Schmugglerboote zerstört. Infolgedessen schicken die Schleuser immer öfter billige, völlig überladene Schlauchboote aufs Meer. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine Analyse der University of London vom Juni dieses Jahres. Und völlig unabhängig davon, ob auf dem Mittelmeer Rettungsboote unterwegs sind oder nicht, die Zahl der Mittelmeerflüchtlinge wird laut Schätzungen weiter ansteigen. Denn die bestehenden Krisen in Afrika werden auch weiterhin Menschen mobilisieren. Menschen, die verzweifelt genug sind, auf dem Weg in eine Zukunft in Sicherheit ihr Leben zu riskieren.